Wenn jetzt also ich so hier sein Typ. Und du entscheidest dich für deine schwächste Waffe. Willst du dir das Leben schwer machen? Komm! Soll ich da jetzt drauf schießen? Solange bist du die richtige Waffe dafür nimmst. Das ist auch die falsche. Keine andere. Ich hab nur noch dann diesen Bomben-Dings. Nein, du hast eine Dings bekommen. Du müsstest quasi einen schweren Bogen bekommen haben. Ja, aber wie? Ach so, warte mal. Nicht schlecht. Dann ist dein Dank wenigstens berechtigt. Mein Dank? Meinst du das ernst? Was haben deine Leute dir beigebracht? Wie hast du gelebt? Lange Geschichte. Okay. Wenn ich das hören wollen würde, wäre ich zu Hause. Jedes Mal, wenn du jagst, nimmst du ein Leben. Daher musst du ihnen für ihre Gaben danken. Wenn sie zur großen Mutter zurückkehren. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. So kann sie zu den Ahnen emporsteigen. Gut, merke dir das und verschwende die Gaben nicht. Die Gaben. Genau. Die Haut, das Fleisch. Du weißt, was du damit tun musst? Nevika wird es dir zeigen. Weiter jetzt. Du brauchst mich nicht als Beschützer. Hey, warte, ich will jetzt mal kurz gucken, wo ich meinen Bogen habe. Muss ich mir ja bestimmt dann bei Charakter auswählen, oder? Im Inventar hast du, wenn du reingehst, hast du rechts die Dings und dann ist bei dir jetzt an dritter Stelle, müsste der Bogen mit einem Punkt dran leuchten. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch meine Dings weggepackt. Mein Sturmgewehr, weil ich brauche das Sturmgewehr nicht. Ist das der schwere Bogen hier? Bist du das? Nein, das ist der schwere Bogen. Der schwere Bogen ist das hier. Der sieht so ein bisschen langweiliger aus, sag ich mal. Also Inventar. So. Oh. Genau. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Warte. Charakter ist richtig. Ja. Dann rechts hier der Bogen. Ah, der dritte Bogen, nicht der erste. Aber ich habe nur zwei. Nein, du hast Bogen, Sturmgewehr und da unten ist noch ein Bogen. Ach so. Oh. Da kannst auch du dann sagen, geh mal zurück. Und dann müsste irgendwo, wenn du über den Bogen hast, müsste der Button kommen für Ausrüsten. Oh, da, ja. So, dann kannst du auch so einen Slot. Ich hab zum Beispiel jetzt einfach mein Sturmgewehr. Ja, komm her, Sturmgewehr weg. So, jetzt habe ich den dann praktisch da. Ah! Genau. Oder? Wow. Komm. Oh, ich habe eine Waldnektarbarbe gefunden. Markenfüll. Besser. Oh, ausgezeichnet. Nicht schlecht. Was kann ich mit dir machen? Hey, ja, entspann dich. Booste mich hier voll durch die Gegend. Finde mit Hilfe von Jagdbuch und Karten heraus, was du suchen musst, wo du suchen musst. Suche Sturm, Biest, Pferd zum Verfolgen. Na dann, einmal hier lang. Wo bist du? Ja, ich bin hinter. So, die Fährte war eben irgendwo in diese Richtung. Oh, oh. Nein, nein, Hilfe! Aber ich brauch deine Dings.
Was sagt ihr? Aua. Ja, mal nicht. Das ist ja doof. So. Die Pferde weg. Boah, was ist das denn hier? Cool. Ja, ich verliere dich andauernd. Also ich bin jetzt nicht weit gelaufen. Warte, ich hol dich ab. Ne, da, warte mal. Achso, ich sehe da oben auf der Karte mal einen blauen Punkt. Ja, ja, jetzt. Und dem muss ich einfach folgen und das bist du. Du, lass mich in Ruhe. Muss ich den Bogen ausrüsten? Okay. Du musst den schweren Bogen nehmen. Dann mal. Achso, okay. So, jetzt müssen wir einmal hier Amen beten. Das kann auch dann immer nur einer machen? Eigentlich nicht. So, ich kann es nicht mehr machen jetzt. Warte mal, wo ist denn hier noch so ein Vieh? Hör das doch. Also egal, nächste probiere ich mal aus, keine Ahnung. Hier haben wir mal Granadas. Cool. Hab ich nicht. Auch nochmal Heilbeeren hier. Ja, die hab ich schon. Warte mal, davon kann ich was nehmen. Untersuchen. Angelplatz. Höre das Vieh. Da. Pferde gefunden. Ba-da-ba-ba-ba. So, in welche Richtung? In diese? Oder in diese? Ich glaube, der ist in diese Richtung. Ja. Bin gespannt. Ja, da oben ist so ein... Geht. Au! Okay, also man muss wirklich sich dann, glaube ich, abwechseln beim Sammeln. Weil jetzt konnte ich gerade sammeln. Okay. Werte. Ja, ich gehe aber nach drüben. Ich mach da jetzt mal ein bisschen stumpf hier. Warum denn ein Ort aber erstmal schön. Dann möchte ich versuchen, Headshot zu machen. In das Cockpit rein. Wollen wir noch? Ich glaube nicht, ne. Ich kann hier keine Munition raussammeln. Ach, hier ist Munition. Cool. Ein ganzer Schrank voll. Ich weiß nicht, ob du hier die ganzen Game-Kisten auch öffnen kannst. Das wäre interessant zu wissen. Hier sind so ein paar gelbe. Die Game-Kisten kann ich auch machen. Ah, okay, perfekt. Dann geht das wirklich nur bei den Tieren wohl irgendwie nicht, dass man. Oder man muss es wie bei Frost gleichzeitig machen. Das kann natürlich auch sein. Da unten ist einer von diesen Lumpis. Hat er? Ja. Aber ich müsste mal kurz neue Pfeile herstellen, oder? Jetzt. Was ist das große Vieh, Alter? Ja. Oder ich mach das fertig, komm her. Aber der rennt weg, Alter, der ist ja richtig fix. Besser. Schwachstelle? Da oben. Boah, Digga, One-Shot. So, lass mal probieren gleichzeitig.
Also bei mir steht sammeln. Warte, 3, 2. Geschoben. Jetzt, 3, 2, 1, los. Ich sehe dich. Achso. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Ja, nö. Ich danke. Sag gerade, ich sehe dich. Und jetzt danke für die Gabe. Du dankst noch, genau. Hast du das jetzt auch alles bekommen? Nein. Ja, das ist da okay, dann müssen wir uns da echt immer abwechseln. Das heißt, wir brauchen ja noch so ein zweites Vieh, weil du brauchst die Sachen ja bestimmt auch. Nö, du musstest ja gerade deinen Bogen auch nicht austesten. Ach nee, stimmt, ja. So, passt schon, dann gehen wir mal wieder zurück, die Quest abgeben. So da, ja. Ich nehme nochmal so ein Heilplätzchen mit hier. Kann ich gar nicht. So, mal eben hier. Hier ist sowas Rotes gewesen gerade. Warum? Was ist das hier? Oh nein! Gute Geblitzdings. Badam, 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 badam. So, Moment, kurz den schweren Bogen ausrüsten. Oh, ich hab den die ganze Zeit ausgerüstet. Naja, man läuft automatisch langsamer damit. Bin ich nicht voll. Das mag mich auch täuschen, aber. Täuscht dich, glaube ich. Oh, nicht schneller. Ja. Glockenzweig. Da muss ich mal ran. Der ist neu. Du bist neu, Junge. Du bist neu. Gesundheit, komm her zu mir. Au. Ich komme zu dich geflieht. Guck mal, ob du diesen Baum auch anfingern kannst hier. Soll ich anfingern? Na, den Baum, bei dem ich stehe. Er hat jetzt gerade meine Gesundheit dauerhaft gesteigert. Oh ja. Nice. Oh. Kann man den scannen? Ja. Du musst halt versuchen, ne? Ja, hab ich gemacht. So, ich hab nochmal hier so eine schöne Platte vom Baum gepflückt. Wenn ich mit den ganzen Eindrücken heute am Schlafen kann mit so einer geilen Grafik, echt, ey. Das macht mich so glücklich. Ja, hier haben wir einen Versuch. Uni. Höchst giftige Wurzeln. Dann geht da mal lieber nicht ran, wa? Der lacht jemand. Hahaha. Wo ist er denn hin? Bei dir, hallo. Wir sollen zum Nebik hier zurückkehren. In der Nähe des Herdes. Oh, was du nicht sagst. Ja, warte hier ruhig an. Du beehrst mich also. Aber hier ist nicht der Herd. Du weißt doch, wie sehr ich da. Wenn eine der fliegenden Maschinen der Himmelsmenschen in der Nähe deiner Heimat abstürzen würde. Wärst du besorgt? Ich versichere dir, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was, wenn jemand verletzt ist? Sind wir die, die bei einer Gefahr sagen, oh, hoffentlich hilft jemand? Nein, wir sind dieser jemand, Neyan. Wissen wir, warum es abstürzte? Nein, wissen wir nicht. Und deshalb will ich mit der Sache auch nichts zu tun haben. Das rate ich jedem. Auch dir, Sarentu. Entspann dich, Neyan. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Ich könnte Hilfe brauchen. Schwester? Ich helfe gern. Aber ich will keinen Ärger. Ignoriere ihn, so wie ich. Das Fluggerät stürzte bei der Weberblüte ab, beim Fluss. Starten wir da. Du wirst dort nichts finden, Aleimun. Zeitverschwendung. Sarentu. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Ja, das war der Falsche. Zu dem wollen wir nicht. Schwierig.
Also verhalten tun die sich wie Geschwister. Ja, das sage ich. Ist der Herd hier? Hier nicht. Oder? Doch, hier unten ist der Herd. Ich dein Essen mag. Aber ich bleibe dabei. Kochen ist nicht wirklich eine Kunst, oder? Ich sag es dir. Nur ein bisschen Jofu. Gegrillt mit Sarisamen. Und du würdest um das Rezept betteln. Ja, dich hier musst du anfangen. Eine Bettle. Ich, habe hier etwas Fleisch. Nevika meinte, du... Wie viele Jammerlappen wollt ihr mir noch schicken? Alles nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm. Der Griesgram läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthafter Kunst zu. Was hat euer Heimatbau? Etua sagte, dass er leidet. Ah, die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie. Seit die Blüten geschlossen sind, aber es sind zu viele. Katna möchte, dass sich Etua nur ihnen widmet. Aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf. Gatnat sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt. Und ich will das auch. Warum sagen die denn nicht einfach Navi, sondern immer Navi? Weiß ich nicht. Stelle eine Sturmbiest haut her. War das nochmal? Warte. Fremder. Oh, hier. Auch Unterstützung. So. Pilotenhemd, Krone Stahl. Simple Handbandage, Ärmel. So, was sollte ich jetzt herstellen? Eine Sturmbiest-Haut. Achso, ich stelle mit Sturmbiest-Haut neue Ausrüstung her. Achso, der zeigt dir aber auch an, was du nur machen kannst. Also du kannst nur die Arme machen, Tatsache. Sagen, gar nichts machen. Echt? Ne? Achso, weil du das nicht hast. Oder doch, warte mal, hier, klar. Schwere Haut. Ja. Simple Handbandage. Oh. Na dann, ja. Gut. Jetzt zeig Gatnat, wie du deine Farben mit unseren vermischst. So wie dein Volk einst. Hab keine Angst vor ihm. Er bellt laut, aber er beißt nicht. Ich komme gleich nach. Aber meine Armschienen, die ich dran habe, sind trotzdem besser. Können diese mickrigen Himmelsmenschen so viel Chaos anrichten? Kaum zu glauben. Gatnat, wo ist denn Gatnat? Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. Hier ist Kacknaht, oder? Es muss hart sein für Etua ohne ihre Mutter. Jetzt war doch so eine, die webt. Hast du wo angesehen? Ich mach mir Sorgen. Irgendein Mineral unweit. Also ich würde behaupten, das sind hier. Glaube ich zumindest. Oder? Ewa versorgt uns. Das ist gewiss. Quest. Auf Karte anzeigen. Das Glockenzweig. Ja, ich würde auch sagen, dass das die ist, weil das die Webstube ist. Mit stiller Kraft an. Alles wird gut. Ja, wir sollen ja in den Versammlungsraum, aber probieren wir es doch mal. Hast du wo angesehen? Weißt du, wo Wu-An ist? Nee, sie hat versprochen, ihr Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln. Ohne Ikran. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gern nach ihr suchen. Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. Ja, irgendwann mal. Wir müssen erstmal was anderes jetzt hier machen. Ich wollte sagen, ich könnte, aber aktuell wollen wir nicht. Wir müssen hier eins machen. Oh, oh. Warte mal, die haben alle einen Namen. Du hast keinen Namen.
Warte mal, wen sollten wir jetzt nochmal suchen? Barnard. Die große Menge Ginglor belastet den Heimatbaum. Der alte Baum ist stark. Er wird überleben. Kein Zweifel. Aber es bedrückt mich dennoch sehr. Ja, aber du gehst doch jetzt gerade raus, oder? Ich hab mir geguckt. Ist er vielleicht wieder irgendwie nach oben? Ist das vielleicht oben irgendwo? Es sieht nach Quest zum Buch gerade so aus, ja. Was ist das hier? Ah, ja, bestimmt. Du hast dich selbst übertroffen. Das Fleisch war so saftig. Und diese Süße. Nevika hat ihren Willen bekommen. Jetzt siehst du wie ein Sarentu aus. Der Verlust deines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen. Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen? Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte. Wir Aranahe möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Weißt du noch deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Eivas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Katna ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch, statte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Es lag. Okay, Weiter nach oben. Wir sollen nach oben in den Baum. Ich war ein Weilchen weg. Im Wasser. Hast du gesagt, hatte. Ah, deshalb haben wir so viele Fische. Ihr hattet anscheinend einen ergiebigen Ausflug. So hochkommen. Hatten wir nicht. Auf der Flucht vor Hammerköpfen ging alles verloren. Weiter oh shit! Ja, ich bin unten. Geht's weiter nach oben. So kenn ich dich. Ich nehme einfach mal die Abkürzung. Neue Quest, Arane Gemeinschafts. Umdrehen. Ich glaube, hier geht's hoch. Laufen die auch so komisch in Seitenlage wie bei dir? Okay, ich dachte, dass sie am Controller. Boah, guck mal, hübschies. Die jungen Jäger Talu. Von heute haben es leicht. Ein Talu. Kriegen bestimmt gleich auch so ein Talu. Ja, wir kriegen bestimmt gleich einen. Und die Baumkrone soll. Ich kann nochmal looten vorher. Ist mir egal, ob du wartest oder nicht. Ist mir egal. Durchsuchen. Erst looten, dann leveln. So. Fertig. Die Kinglor sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer. Durch die vielen Kinglor hier. Ah, sieh, wie die Königin sie umsorgt.
sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Meine Mutter sagte, stetes Herz sieht stete Flügel. Bei ihr waren sie ruhig. Manchmal hat sie sie morgens gepflegt, für sie gesungen. Ach, ihre Liebe war genug. Keine Sorge, sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Ikdu, wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier? Wir müssen zu Katnat. Nein, geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit ihr gehen. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. Egal, wir sind richtige Vierfinger-Johnnies.